Willkommen zurück zu einem neuen Video von Mintos oder über Mintos und hier geht es heute wieder um Invest in Access. Mittlerweile gibt es ja so einige Videos online, wobei die meisten, würde ich sagen, so nur mit 100, 200, 300 Euro drin waren bei Invest in Access und das relativ schnell wieder abgezogen haben. Und ich fahre eine etwas andere Taktik mit Invest in Access. Also, wenn ihr das alte Video gesehen habt oder das letzte Video gesehen habt, dann werdet ihr sehen, wir sind heute am selben Tag noch, deswegen habe ich auch dasselbe T-Shirt an. Übrigens irgend so ein cooles T-Shirt aus dem Urlaub gekauft. Und wir haben noch dieselben Zahlen, ja, also nicht wundern. Aber heute geht es um Invest in Access. Also ihr seht, wir sind mit etwas über 3.200 Euro investiert, 315 Kredite und knapp 13%, also unter 13% jährliche Nettorendite von Mintos ausgerechnet. Was uns aber interessiert, ist Invest in Access und da gehen wir mal rein. Und ihr seht, wir haben im Moment einen Gesamtertrag von 1,78 Euro erwirtschaften können mit Invest in Access und wir haben 965,77 Euro hier investiert. Ja. Der Durchschnittszinssatz ist im Moment 11,28%. Der ist tiefer, als ich am Anfang eigentlich hatte, weil ich ja in dem einen Video für euch ausgezahlt habe, um euch zu zeigen, wie schnell das geht. Und das geht wirklich sehr fix. Das waren 20, 30 Sekunden vielleicht. Durchschnittliche Laufzeit 28 Monate und 21 Tage. Und wenn ich jetzt das Geld wieder auszahlen lassen wollen würde, das Erste, was ihr machen würdet, wir investieren, stoppen. Und dann macht ihr auf Geld auszahlen. Allerdings bekommt ihr nicht diesen Betrag zurück, sondern nur diese 745,96 Euro, weil die nicht im Verzug sind. Das ist der kleine negative Punkt von Invest in Access, dass Mintos teilweise Schrottkredite hier auch reinnimmt ins Portfolio, die dann im Verzug sind und teilweise auch welche, die vom Betrag her sehr niedrig sind. Aber das schauen wir uns jetzt gleich zusammen an. Also, ich könnte jetzt knapp 77,24% von dem Betrag, den ich bei Invest in Access drin habe, sofort abziehen. Das Geld wäre dann auch sofort da. Und direkt könnte man es sich auszahlen lassen aufs Konto wieder. Also, ihr seht, hier ist es nach Beträgen sortiert und hier ist nach den Kreditanbahnern sortiert. Das Problem ist, wenn wir jetzt einfach mal schauen, ich gebe mal hier einen ein, und wir schauen uns mal, welcher war das? AASA oder GetBucks? Ist ja egal. Ihr seht hier, GetBucks haben wir hier 52,22 € investiert auf so viele Kredite. Ja. Ihr seht, ich habe die alle zum Verkauf angeboten. Das sage ich euch gleich, warum auch. Also, wenn wir jetzt auf den Kreditgeber schauen, was ja, was war GetBucks ist, und wir gehen auf Kreditanbahner und wir schauen uns GetBucks an. Ich glaube, wir machen einfach mal so, dann geht das ein bisschen schneller. Alle raus. Und wo haben wir GetBucks? GetBucks. So. Wenn wir jetzt auf Einzelheiten gehen, macht er den Filter raus. Natürlich, warum auch nicht. Also, wir suchen uns einmal nochmal hier raus. GetBucks. Wo ist der Schrott? Hier haben wir GetBucks. Ihr seht, er hat verschiedene Unter-GetBucksen. Ja. Und das Problem ist, ihr seht hier Zinseinnahmen, ja, sonst würde ja keiner investieren, aber Zinseinnahmen aus verspäteten Zahlungen, nein. Ja, und für mich ist das mittlerweile ein No-Go. Ich habe damals in Dinero investiert, wo ich noch manuell investiert habe, also ich investiere immer noch manuell sehr viel, und habe 17% da gekauft, die aber nach einem Monat in Verzug gegangen sind und jetzt seit knapp fast zwei Monaten mittlerweile im Verzug sind und ich darauf warte, dass diese Cash Buyback-Garantie greift und endlich mein Geld zurückbekomme. Denn diese zwei Monate kriege ich keine Zinsen. Ich kriege nur Zinsen, 17% für einen Monat und dann zwei Monate 0. Ja, und aus diesen 17%, ja, geteilt durch 3, sind es dann 5,7% Zinsen, was eigentlich kompletter Schrott ist. Ja. Und deswegen empfehle ich euch, wenn ihr manuell investiert, bloß keinen von den Kreditanbahnern hier reinnehmen, der keine Zinseinnahmen aus verspäteten Zahlungen hat. Und achtet bitte auch auf die Schonfrist. Ja? Wir haben hier nämlich auch Kreditanbahner. Ihr seht, AXA, Polska, die haben zwar Zinseinnahmen und Verzugszinsen, aber in dem Fall gar nicht mal jetzt so schlecht, aber die haben 12 Tage Schonfrist, was ja total ist. Ne? Katastrophe. Und wenn ihr dann noch so einen nehmt, der zum Beispiel, wo haben wir jetzt einen? Gut, der hat sogar 15 Tage hier, 14 Tage, also hier DBFO als Beispiel. Zinseinnahmen ja, Zinseinnahmen aus verschiedenen Zahlungen nein und noch 14 Tage Schonfrist. Katastrophe, würde ich niemals jetzt in diesen investieren. Aber Invest in Access investiert in solche Schrott-Dinger. Ja, genauso Wattu Credit, was haben wir hier noch? Wattu Credit, können wir auch nochmal raussuchen.
Das ist ganz unten. What to credit, keine Verzugszinsen. Ja? Also für mich kompletter Schrott. Ja? Und wenn ihr auch seht, er hat jetzt hier zum Beispiel auf cookie.pl 0,27% investiert, 2,61 Euro. Was soll so ein 2,61 Euro Kredit bringen? Ja? Schaut an, der läuft jetzt noch 17 Tage. Was kriege ich da raus? Ich kriege 3 Cent Zinsen für diesen Kredit. Ja, wenn er dann pünktlich dann kommt. Ne? Und in dem Fall bei cookie.pl ist es glaube ich sogar so, die haben Verzugszinsen. Aber wenn die keine haben, dann kriege ich 3 Cent für diese, was ich will, Tage und eventuell ist es dann noch 10 Tage Schonfrist plus 2 Monate, also 60 Tage Verzug ohne Zinsen. Kompletter Müll. Und das ist leider so ein großer Kritikpunkt, den ich habe mit Invest in Access. Es ist leicht, vor allem für jemand, der anfangen will mit P2P und sich nicht drum kümmern möchte, dann ist es alles schön und gut, ja, weil ihr klickt einfach hier, sagt Geld einzahlen und dann sagt ihr mein Portfolio-Ziel, ich habe jetzt hier 1,450 als Beispiel angegeben und der investiert dann einfach munter drauf los und haut das dann in alle Kredite rein. Aber halt in Schrottkredite, in Kredite mit sehr kurzer Laufzeit. Ihr seht, habt es gesehen, bei dem war es jetzt, waren es jetzt 17 Tage. Ja, und wir können mal gucken, Getbucks, wie gesagt, Getbucks gefällt mir nicht, weil der auch keine Verzugszinsen zahlt. Und ihr seht, wir haben hier verschiedene Länder. Wir haben hier Sambia, Botswana, Kenia und wieder Sambia. Und deswegen verkaufe ich diese ganzen Kredite, aber ich mache da nichts mit Abschlag geben. Ich verkaufe, wenn jemand das kaufen will, dann kauft das. Und es hat teilweise auch sogar funktioniert, dass die Dinger relativ schnell wieder weggegangen sind, weil ich einfach mir eine Liste gemacht habe in dem Video. Ihr könnt auch das Video davor schauen, ich verlinke es mal oben rechts. Das letzte Update von August 2018 über Mintos, wo ich euch gezeigt habe, welche ich von denen jetzt hier nicht nehmen würde, wo ich nicht investieren würde, wenn ich manuell investiere. Ja, denn das sind im Endeffekt, alle auswählen, das sind im Endeffekt alle, wo keine Verzugszinsen zahlen, die habe ich hier rausgehauen aus meiner Liste und die würde ich auch nicht empfehlen zu kaufen. Da Investment Access das aber trotzdem macht, müsst ihr euch eine kleine Liste machen mit den Kreditanbahnern, die ihr schlecht findet, so wie ich, und dann geht ihr rein in den Kredit und haut die alle weg. Ja? Bei Getbucks, jetzt hatten wir noch, glaube ich, einen Vatu Credit, hier war noch irgendwas gewesen, der auch schlecht ist. Da haben wir Vatu Credit. Können wir mal schauen, ob die schon im Verkauf sind. Da ist zum Beispiel noch keine drin. Hauen wir den auf den Verkauf drauf, überprüfen und weg mit dem Schrott. Ja? Das heißt aber nicht, dass es automatisch weg ist. Das muss erstmal irgendeiner auf dem Sekundärmarkt kaufen. Ja? Ihr könnt auch die ganzen Dinger, die im Verzug sind, versuchen zu verkaufen. Da können wir auch mal machen. Meine Investition. Dann gehen wir hier auf Status, alle auswählen, die Fristgerechten nehmen wir weg und wir wollen nur Invest in Access haben. Ja, ihr könnt danach filtern. So, jetzt seht ihr, von denen, die im Verzug sind, möchte ich einfach alle verkaufen, ja, weil ich will den Schrott nicht. Ihr seht es hier, 221,03 Euro, davon Restschuld und so weiter. Ich will, dass das alles weggeht und deswegen versuche ich das zu verkaufen. Ob es jemand kauft, weiß ich nicht, aber ihr könnt es probieren. Bei mir hat es jetzt auf jeden Fall so funktioniert, dass ich das einfach gemacht habe und es war relativ schnell, ging das, kam das Geld schon zurück. Ihr seht zum Beispiel jetzt, da, irgendeiner hat schon gekauft, 66,07 € sind wieder drin. Der Betrag ist runtergegangen, weil Invest in Access so funktioniert, wenn ihr was verkauft, dann werden die Kredite, die ihr verkauft von Invest in Access, auf irgendjemand anderes, der auch Invest in Access hat, dort angeboten zu verkaufen und wird dann da wieder aufgekauft. Ja? Und so könnt ihr probieren, den Schrott, den ihr nicht haben wollt, loszuwerden und ja, diese Teile einfach loszuwerden, wo es keine Verzugszinsen für gibt. Ob jetzt Invest in Access auch so funktioniert, dass die, die im Verzug sind, aufgekauft werden von anderen Invest in Access, bezweifle ich jetzt mal. Das denke ich mal, wird nicht passieren. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn ihr seht, einfach, ja, ihr müsst halt ein bisschen Zeit investieren. Ihr könnt nicht einfach sagen, okay, mir ist das egal, ich lasse das laufen. Außer das geht euch ja so ein bisschen am vorbei. Aber ich glaube, das ist ja auch euer Geld und ihr wollt ja damit die beste Revenue machen. Ihr seht, da hat er wieder irgendwas gemacht. 949,21 hat sich gerade verändert. Und so könnt ihr versuchen, einfach die Schrottkredite loszuwerden, die im Verzug sind. Oder halt alle die, wo ihr euch rausgesucht habt, welche Kreditanbahner ihr nicht haben möchtet, einmal eine Liste machen und dann einfach jeden Tag mal kurz reinschauen
und gucken, ob wieder irgendeiner von den Shot-Dingern reingekauft worden ist. Über Details hier raufklicken, reingehen, weg damit. Ja. Haben wir noch irgendeinen, den ich euch zeigen kann? Getbugs haben wir. Asa, glaube ich, war es gewesen, oder? Asa hat glitzend, aber sind 12 Tage schon. Okay, kann man drin lassen. Akema, haben wir da irgendwas? Ist leider auch nicht sortiert nach Alphabet. Dineo und Lendo, da war doch auch irgendwas gewesen. Dineo, nee, der ist Lendo. Wo ist Lendo? Lendo, Lendo, da ist Lendo. Hat Verzugszinsen, hat er. Mogo ist auch okay. Was haben wir? Vato Credit hat keine. Und Mogo, haben wir irgendwas von Mogo? Vato Credit, da haben wir Vato Credit. So, die sind alle schon für den Verkauf drin. Also, das ist mein Approach. Das ist, was ich euch empfehle. Wenn ihr ja passiv das wirklich nichts machen wollt, dann lasst es halt so, wie es ist. Aber dann müsst ihr damit rechnen, dass die Zinsen, die Kredite, die im Verzug sind, sich irgendwann mal erhöhen werden. Weil Investment Access kauft und verkauft, beziehungsweise kauft ein. Und wenn die Zinsen reingekommen sind und die Dinger dann wieder zurückgezahlt sind, geht der Betrag ja zurück und er kauft dann weiter. Ein kleiner Bug, für mich ist das ein Bug, denn ich verstehe es nicht warum, ist, dass Investment Access wird nichts kaufen, solange nicht mehr als 100 Euro da oben sind. Ja? Das habe ich wirklich die letzten 14 Tage immer wieder gesehen. Ich habe es einfach mal ein, zwei Tage nicht investiert manuell und habe ich gesehen, es waren irgendwie 103 Euro, 118 Euro und so weiter. Und dann ein paar Sekunden später, ein paar Minuten später am Tag habe ich gesehen, zack, haben es wieder investiert, aber nur bis zum Betrag von 100 Euro. Es bleiben immer 100 Euro drin zum Investieren. Und das finde ich ein bisschen blöd, ja. Weil somit verschenkt man eigentlich ein, zwei, drei Tage teilweise, wo Kredite nicht gekauft werden, wo das liegende Geld einfach rumliegt. Deswegen kauft das immer manuell so ein bisschen mit ein, aber ideal ist das nicht. So, ansonsten, falls ihr das Video gut fandet, gebt mir noch einen Daumen hoch bitte. Und wenn ihr auch investieren wollt in Mintos, dann habt ihr unten die Links. Vielen Dank an alle, die bisher den Link benutzt haben. Ich hoffe, euer Bonus ist auch angekommen, denn wenn ihr die Links benutzt, dann bekomme ich ein bisschen was. Und ihr bekommt auch ein bisschen was. Und das finde ich immer gut, wenn man etwas bekommt und ein kleiner Anreiz sozusagen. Ja, und wenn das bei euch dann auch gut funktioniert und ihr sagt, ey, das finde ich cool, das möchte ich meinen Freunden auch jetzt empfehlen, dann könnt ihr die ja genauso werben, dann kriegt ihr wieder was und eure Freunde kriegen auch was. Also es ist so, ja, Werbeprogramm kann man es eigentlich sagen. Ne? Word of mouth, meiner Meinung nach, ich bin davon überzeugt. Es ist natürlich ein Risiko, ja, der Disclaimer ist nicht umsonst unten in der Videobeschreibung. Ich kann nur von meinen Erfahrungen hier sprechen und euch ein bisschen was zeigen, wie es bei mir funktioniert hat. Das kann bei euch natürlich komplett anders aussehen, vor allem weil Investment Access wird es ja nicht eins zu eins kopieren, was ich habe, bei euch in Kredite auch. Oder ihr werdet ja auch andere Prioritäten setzen, wenn es in manuellen Invest geht. So, aber das war's gewesen. Ich bedanke mich herzlich, wünsche noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns demnächst mit dem weiteren Mintos-Update für Investment Access, denn ich versuche langsam das ganze Portfolio ein bisschen rüber zu schieben auf Investment Access, um dann einfach schneller an mein Geld wieder rankommen zu können, falls irgendwo anders eine bessere Investition auf mich warten sollte. Ansonsten bedanke ich mich, wünsche noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!